Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir sind normalerweise in den Sprüchen, aber ich habe so den Eindruck, dass Gott mir was anderes aufs Herz gelegt hat heute Morgen. Vielleicht predige ich nur mir selber. Es ist einfach ein Thema, was mir immer wieder auf dem Herzen liegt. Und das haben wir heute schon so viel gehört. Eine Schwester hat vorhin gebetet: Herr, wenn wir dich lieben, wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Wenn wir dich lieben, haben wir alles. Jesus fragt nicht danach, was du schon alles für ihn getan hast, wie viele Leute du meinst bekehrt zu haben, wie viel du betest, was auch immer, danach fragt er nicht. Das Wichtigste und Zentrale ist die Frage immer wieder: Liebst du mich? Er möchte Beziehung zu uns. Und deswegen dachte ich mir einfach, wir gucken uns mal ein paar Stellen in der Offenbarung an. Und zwar in Offenbarung 2 und 3. Ich habe mir da einfach kurz, da geht es um die Sendschreiben. Johannes sitzt ja auf Patmos, er ist verbannt und bekommt da diese wunderbaren Prophetien, Visionen vom Herrn. Und in diesen Sendschreiben werden 7 Gemeinden angesprochen. Und die in unterschiedlichen Situationen stehen. Viele Ausleger sagen auch, dass man das auf die gesamte Zeit von damals bis heute beziehen kann, Anfang der Gemeinde bis heute. Wir sind ja heute, da sind sich viele Bibelausleger einig, die sogenannten Endzeitgemeinden. Aber man kann jetzt nicht sagen, so, unsere Gemeinde ist jetzt die Gemeinde, sage ich mal, aus Laodicea und alles andere betrifft uns hier nicht, was hier steht. Das ist nicht so. Jede Gemeinde ist unterschiedlich. Die Geschwister in der Gemeinde sind unterschiedlich. Jeder steht auch ganz woanders. Es gibt reife Geschwister, es gibt Geschwister, die ganz am Anfang stehen. Es gibt Geschwister, die ein bisschen eingeschlafen sind. Es gibt Geschwister, die voller Feuer sind. Wir haben die gesamte Bandbreite. Und ich dachte, wir gucken uns einfach mal die Gemeinde in Ephesus an, die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Laodicea. Also nur ein kurzer Umriss. Also wir wollen jetzt keine tiefen Psychologie hier betreiben oder was auch immer. Wir wollen uns einfach das angucken, was der Herr zu diesen Gemeinden sagt in Bezug auf die erste Liebe. Wir lesen mal in Offenbarung 2 die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist,
und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wenn wir das so lesen, es scheint eine sehr aktive Gemeinde gewesen zu sein. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Viel, viel los in der Gemeinde. Gute Werke, nichts gegen gute Werke, darum geht es mir nicht. Eine Gemeinde, die nichts tut, ist tot. Darum geht es nicht. Aber eine Gemeinde kann auch in einen frommen Aktivismus verfallen, wo es darum geht, ich muss was für den Herrn tun. Ich muss, nein. Wenn du sagst, ich muss, ist schon irgendwas schief. Und der Herr, letztendlich, es ist erstmal keine Kritik, er lobt diese Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Du hast Geduld, auch in Anfechtungen, in Auseinandersetzungen, in Spannungen. Du hältst durch, du bist dabei, du bist drin. Das ist gut, das ist wichtig, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Dann sagt er noch in Vers 6, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Das habe ich mal kurz nachgelesen. Die Nikolaiten gehörten zur Gemeinde. Es waren Geschwister, aber die sehr, sehr tolerant waren, auch in Bezug auf Welt und Sünde. Und hier ist diese Gemeinde, die sagt, nein, das dulden wir nicht. Ist doch gut, dass man das nicht duldet, was an Kompromissen mit der Welt da ist, dass man einfach sagt, nee, wir folgen dem Herrn nach, ist alles gut. Vers 3. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen. Um meinetwillen hast du sie getragen, diese Last. Ist doch eine super Gemeinde, oder? Die ist aktiv, die ist bereit, Sünde nicht zu tolerieren. Sie ist voll am Werk. Aber was sagt Jesus dann? Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Er sieht alles. Er sieht das, was wir tun, das, was wir nicht tun. Er sieht unser Abmühen. Er sieht all das. Aber er stellt dir irgendwann immer wieder die Frage, warum tust du das? Tust du es, weil du mich liebst? Oder tust du es aus einem frommen Pflichtgefühl oder weil man meinen muss, oder weil Geschwister oder Leute meinen müssen, du bist ja so ein guter Diener, du bist ja so dabei. Ich weiß nicht, ob das hier irgendjemanden betrifft. Ich kenne das von früher. Ich bin seit 100 Jahren Diakon hier in der Gemeinde und habe alle möglichen Dienste, immer praktische Dienste gemacht. Und wenn du dann irgendwo so ein Klo geputzt hast, war es manchmal nicht, aber manchmal war es so, hoffentlich sieht das jetzt jemand. Ja, dass du hier stehst und das Klo putzt, du bist ja so fürchterlich demütig. Wenn du diese Haltung hast, vergiss das Ganze.
Das bringt null, das bringt nichts. Wenn du es aus Liebe zu Jesus tust, ist egal, was du tust im Reich Gottes, völlig egal, dann bringt es Segen. Segen für dich und für all die Menschen, denen du dienst. Vielleicht sind es nicht so viele, vielleicht dienst du nur einem, weiß ich nicht. Egal, wenn du es aus Liebe zu Jesus tust, ist es so wichtig. Ist es wichtiger, als wenn du vor einer großen Versammlung mit 500 Leuten stehst und predigst und eine wirklich eloquente Predigt hältst, wo Leute gefühlsmäßig angesprochen sind, aber sonst nichts weiter passiert, weil du dich selber profilierst. Das ist es nicht. Es geht um Liebe. Und er sagt in Vers 5, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Was sind denn die ersten Werke? Viele von uns werden sich vielleicht noch daran erinnern, als sie sich frisch bekehrt haben, wie begeistert man war, wie voller Freude. Man konnte es nicht aushalten, bestimmte Dinge zu tun. Leuten von Jesus, das hat manche schon genervt. Wenn die uns gesehen haben, haben sie die Kurve gekratzt, schon 50 Meter, bevor wir überhaupt an den Leuten dran waren. Da warst du voller Feuer, weil du Jesus geliebt hast und wusstest, was er für dich getan hat. Das weißt du heute auch noch. Du sagst es auch, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit verschüttet. Dass du gar nicht mehr weißt, wo der Herr dich rausgeholt hat. Manch einer ist vielleicht wohlbehütet aufgewachsen in einem frommen Elternhaus. Das ist gut, auf jeden Fall. Aber ich sage dir, ohne Jesus bist du zu allem fähig. Gott hat dich bewahrt, behütet, in eine gute Familie gesetzt, dass Eltern auf dich aufgepasst haben. Wenn es anders gewesen wäre, wärst du vielleicht auch, was weiß ich, in Drogen gelandet oder keine Ahnung. Wir haben tief im Dreck gesteckt, hoffnungslos. Das Ende wäre der Tod gewesen. Nichts. Jesus hat dich gesehen. Er sagt das an einer Stelle im Hesekiel. Ich habe dich gesehen dort in deinem Dreck liegen, habe dich aufgehoben, habe dich gereinigt, habe dich getragen, habe dich heil gemacht, habe dir ein neues Leben gegeben. Das ist unser Jesus. Und ich glaube, er leidet fürchterlich darunter, wenn er sieht, dass viel Aktivismus da ist, aber keine Liebe. Keine Liebe zu ihm. Und wenn keine Liebe zu ihm da ist, sage ich dir, ist auch unsere Liebe zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitmenschen, nicht die, die sie sein könnte. Das sage ich dir, echt. Unsere Liebe, unsere eigene Liebe, die kann so selbstbezogen sein. So egoistisch, Hauptsache ich. Hauptsache mir geht's gut. Und ich will jemanden segnen, weil ich dann weiß, wenn ich jemand anders segne, dann geht es mir auch gut. Es geht um mich dabei. Und das sieht Jesus. Jesus sieht dein Herz, er sieht die tiefsten Tiefen. Er sieht das alles. Und er hat uns, zumindest mir, hier was zu sagen einfach. So denke daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das ist doch so schön, dass Jesus sagt bestimmte Dinge, aber er lässt sich da nicht stehen und sagt so, jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Er sagt, kehr um zu mir. Dafür habe ich mein Blut vergossen, dass du umkehren kannst. Er hat Freude an Vergebung. Wenn du Scheiße gebaut hast, komm zu ihm. Komm zu seinem Kreuz, er vergibt dir gerne. Aber komm. Komm, wenn du angesprochen bist, wenn er dich fragt. Du weißt es ja manchmal, Petrus sagt das, du weißt es ja manchmal selber nicht. Wie sieht es mit meiner Liebe aus? Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Dann frag Jesus, frag ihn, er wird dir Antwort geben. Wenn du aufrichtig fragst, wird er dir antworten. Du musst es natürlich dann auch aushalten, was er dir sagt. Aber er sagt es nicht, um dich fertig zu machen, sondern er sagt es, weil er dich liebt. Und weil er weiß, dass du nur in ihm wahres Leben, wahre Freude, wahre Erfüllung hast. In nichts und niemand sonst. Deswegen muss er manchmal hart mit mir reden. Er muss mich schütteln.
Und manchmal schüttelt er mich nicht, sondern stellt einfach, und das ist, haut manchmal viel, viel mehr rein, wenn plötzlich einfach diese sanfte, leise Stimme kommt: Liebst du mich? Das kann uns zerbrechen, aber das ist gut. Und tue Buße, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Das Herz kann verhärten. Wenn der Herr zu dir spricht und du kannst in so einen Zustand kommen, wo du sagst, naja gut, heute nicht, vielleicht morgen. Ich habe so vieles andere zu tun. Passt mir jetzt eigentlich nicht, dass du in mein Leben hineinsprichst. Das gibt es tatsächlich. Dann tue ich es heute nicht. Der Herr spricht nochmal. Dann tue ich es morgen nicht. Dann tue ich es nächstes Jahr nicht. Und das Herz wird härter und kälter, weil du dich immer weiter entfernst. Und umso weiter du von Jesus weg bist, umso kälter wirst du. Umso gleichgültiger wirst du auch, weil dir die Liebe fehlt. Deswegen muss er so klar reden mit uns. Klar. Er möchte keine halben Sachen. Nicht ein bisschen Liebe und ja, und ein bisschen Liebe, weiß ich nicht, zu anderen Dingen. Es ist nicht, ich sage nichts gegen irgendwelche Dinge, die wir besitzen, die wir haben. Du darfst sie haben, das ist überhaupt nicht die Frage. Du musst als Christ nicht arm sein, darum geht es nicht. Aber wenn diese Dinge die Liebe zum Herrn vertreiben, dann ist irgendwas faul. Er will deine ungeteilte Liebe. Und wenn du Dinge hast und in deinem Herzen sagst, okay, ich teile mit meinem Bruder, der nichts hat. Du kannst wenn du reich bist, kannst du viele gute Dinge tun. Das ist gut, das ist wichtig. Aber wenn du das alles für dich behältst und hortest, nur dass es dir gut geht, dann wirst du kalt. Leute, die materialistisch eingestellt sind, wo die Materie der Gott ist, die sind kalt. Die sind kalt und hart. Und das wollen wir doch nicht, oder? Wir haben so einen wunderbaren, liebenden Gott, der reicher ist als jeder von uns. Es gibt keinen höheren Platz zur Rechten des Vaters in der himmlischen Herrlichkeit, der das verlassen hat, um zu uns zu kommen. Der all sein Reichtum verlassen hat. Und wie wir zu Weihnachten immer hören, in einem Stall geboren wurde. Er sagt selber von sich, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Draußen geschlafen, irgendwo. Das ist unser Herr. Und er ruft uns auf, Buße zu tun. Du wirst dein Heil nicht verlieren, aber du wirst ein langweiliges, freudloses Leben führen, wenn Jesus nicht Mittelpunkt ist. Und das kann er nur sein, wenn er seinen Finger, seine Hand auf dein Leben legen darf und dir auch sagen darf, ey, da gehst du einen falschen Weg, kehr um. Das ist so wichtig. Wir wissen doch nicht, wo es lang geht. Wir brauchen ihn. Und wenn er hineinspricht, Gott sei Dank. Wenn Jesus nicht mehr in mein Leben reinsprechen würde, was wäre dann? Ich würde auch voll in die Irre laufen. Aber Gott sei Dank, und das tut manchmal weh, es ist hart, weil es an meinem alten Menschen, an meinem Stolz, an meinem Ego kratzt, dass ich plötzlich erkenne, oh, so toll, wie ich immer dachte, bin ich ja doch nicht. Aber es ist wichtig,
Wir brauchen das, dass Gott hineinspricht. Manchmal tut er es durch sein Wort, manchmal tut er es durch deine Geschwister und verstockt dich. Wir sind so schnell dann auf Abwehr, wenn uns jemand was sagt, oh, der will mir irgendwas. Vielleicht hat er im Vorfeld gebetet, Gott hat ihm irgendwas gezeigt. Lass es zu, dass jemand in dein Leben hineinspricht. Geh nicht sofort auf Abwehrhaltung und sag, was hat der mir zu sagen? Der ist doch viel chaotischer als ich. Nein. Vielleicht will Gott durch diesen chaotischen Bruder dir was sagen. Dann lass es zu. Okay. Vers 7, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Eine Verheißung, wenn du dran bleibst, wenn du in der Liebesbeziehung zu mir bleibst, bist du in diesem Leben gesegnet und auch darüber hinaus in alle Ewigkeit. Also eine Gemeinde, wenn man jetzt von außen hineinkommen würde, da ist Leben da, da ist Wirken, da ist echt, wie gesagt, es werden keine Kompromisse, keine Sünden geduldet. Aber der Herr beurteilt es anders. Alles schön, alles gut. Aber wo bin ich in dem Gemeindeleben? Wo stehe ich? Bin ich da draußen oder bin ich mittendrin? Das ist wichtig, das ist entscheidend. Wenn Jesus hier drin ist, mag manches auch schieflaufen, dann, ne, es kann alles sein. Aber wenn er draußen ist, dann kannst du hier, du kannst einen perfekten Gottesdienst ableisten, du kannst was weiß ich was, vergiss es, bringt null. Gut. Dann gucken wir uns die zweite Gemeinde an. Und zwar ist das Smyrna. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich glaube, das kann man gar nicht anders aussprechen. Smyrna. Smyrna war, ach, wir lesen es erstmal, ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Smyrna war eine ziemlich reiche Handelsstadt zu der damaligen Zeit, die von Alexander dem Großen gegründet wurde. Und um 40 oder 60 nach Christi Geburt ist diese Stadt einem Erdbeben zum Opfer gefallen. Und die Stadt war so reich, die Leute darin, dass sie diese Stadt innerhalb kürzester Zeit wieder aufbauen konnten. Aus eigenen Mitteln. So reich war diese Stadt. Und als Johannes das hier schreibt, das war 70, 80 nach Christi, war die Stadt schon wieder komplett aufgebaut. Da war schon wieder alles okay. Eine reiche Stadt, wo verschiedene Handelswege zusammengelaufen sind. Eine weltoffene Stadt. Reichtum, materieller Reichtum. Und da befindet sich die Gemeinde, also die Gemeinde aus Smyrna, in dieser Stadt. Da steht in Vers 9 von Kapitel 2, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ist ja interessant. Eine reiche, eine sehr reiche Stadt und eine arme Gemeinde. Wie kommt das?
Das kann doch nicht sein. Also ich meine, wir leben ja hier auch in einem reichen Land. Klar, nicht jeder von uns ist, keiner von uns ist Millionär, meine ich jedenfalls, oder? Wenn, dann Hände hoch. Wir reden nachher mal miteinander. Aber trotzdem, wir sind nicht arm, sagen wir ganz ehrlich. Im Vergleich zu Milliarden anderen Leuten sind wir reich. Wir haben zu essen, jeder von uns hat Klamotten anzuziehen. Vielleicht ist das nicht das Neueste, sind keine, was weiß ich, Klamotten von Gucci oder wie die alle heißen. Aber uns geht es doch nicht schlecht. Wir reden uns das manchmal ein, dass es uns schlecht geht, weil wir dieses und jenes gerne hätten und haben es nicht, weil wir es uns nicht leisten können. Aber wir sind doch nicht arm. Aber wenn der Herr sagt hier, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, dann meint er das auch so. Diese Geschwister waren arm. Warum? Weil, ich bin fest davon überzeugt, weil sie das hatten, was der Gemeinde in Ephesus gefehlt hat. Die erste Liebe. Die brennende Liebesbeziehung zu Jesus. Das heißt nicht, verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn ich eine brennende Liebesbeziehung zu Jesus habe, dann geht es mir schlecht, dann bin ich arm. Nein, das meine ich nicht. Aber in dieser Stadt wurde eine brennende, hingegebene Gemeinde nicht geduldet. Sie war für die Leute dort ein Anstoß. Für die Leute dort, für das System der Welt, für den Widersacher. Der Widersacher hat nichts dagegen. Wenn all das, was in Ephesus gelaufen ist, sollen sie doch machen. Sollen sie doch ihre guten Werke tun. Solange wie sie nicht dicht an Jesus dran sind, ist mir das auch völlig egal. Bringt sowieso nichts. Aber wenn eine Gemeinde in der ersten Liebe steht, dann hat sie Durchschlagskraft. Dann passieren wirklich Dinge, dann bekehren sich Menschen. Weil die Liebe fließt, da ist was da. Und nee, das müssen wir unterdrücken, das wollen wir nicht. Da steht, ich kenne deine Bedrängnis. Die waren bedrängt. Die hatten es nicht einfach. Das wurde nicht toleriert. Interessanterweise sagt Jesus im Epheser, zählt die ganzen Werke auf. Was sagt er in Smyrna? Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Da ist gar nichts von Werken gesagt. Sie haben gelitten aus der Liebe zu Jesus. Sie haben gelitten, weil Jesus ihre erste Liebe war und sie nicht davon gelassen haben. Der Aktivismus ist hier auf der anderen Seite. Hier ist der Staat, der reagiert, der handelt und die Gemeinde. Du liest nicht, dass sie sich dagegen gewehrt haben, sondern sie haben ausgeharrt, sie haben ausgehalten. Das ist bestimmt schwer gewesen, das war nicht locker, wenn du vom Staat bedroht wirst und was weiß ich, was er sich vielleicht für Schikanen hat einfallen lassen. Die Geschwister waren arm, die haben wahrscheinlich die guten Jobs, hätten sie wahrscheinlich noch nicht mal gekriegt. Bist du Christ? Ja, nee, dann nicht. Die hatten es schwer. Und dennoch sagt Jesus hier, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Reich in der Beziehung zu mir. Das Beste, das Schönste, das Wichtigste hast du. Du hast das Leben, du hast mich. Und wenn du mich hast, wie die Schwester vorhin gebetet hat, dann hast du alles. Auch wenn du äußerlich arm bist, das ist nicht einfach. Ich will das nicht sagen, dass materiell arm zu sein, dass das toll ist.
Aber es hat mal jemand gesagt, ein Missionar, die glücklichsten, erfülltesten Menschen, die er erlebt hat, waren die, die arm waren, die Jesus hatten und trotzdem arm waren. Die konnten sogar das bisschen, was sie hatten, noch teilen, weil sie so reich waren. Und wenn wir Jesus angucken, wann hat Jesus sein größtes Werk vollbracht? Da, als er seine Hand auf Kranke gelegt hat und sie geheilt hat? Da, wo er Tote auferweckt hat? Da, wo er Dämonen ausgetrieben hat? Da, wo er das Brot vermehrt hat? Waren das seine größten Werke? Als er am Kreuz hing. Das war sein größtes Werk. Da konnte er diese Hände, die andere geheilt haben, nicht mehr bewegen. Er hing dort, angenagelt, völlig unbeweglich. Da hat er sein größtes Werk getan, den größten Sieg errungen über Sünde, über Satan, über... Er hat dort am Kreuz für uns den größten Sieg errungen, den es gibt. Die Macht der Sünde, die ist so stark, die ist zerbrochen am Kreuz. Auch da, die Aktivität war auf der anderen Seite. Die Römer haben ihn ans Kreuz geschlagen. Jesus hat nichts getan, scheinbar nichts. Er hat das mit sich machen lassen. Warum? Aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu uns. Liebe ist das, was zentral ist, auch dort. Ich sage dir, jetzt bin ich vielleicht schief jetzt, keine Ahnung. Vielleicht schmeißen mich die Brüder jetzt auch aus der Gemeinde, das weiß ich nicht. Aber der Gradmesser für deine Liebe zu Jesus ist der, wie viel bist du bereit für Jesus aufzugeben? Das wird nicht, deine Liebe wird nicht daran gemessen, was du tust, was du für große Sachen erreichst. Sondern wenn Jesus seine Hand auf irgendwas legt, was du vielleicht auch lieb hast, was du gerne behalten willst. Und er würde dir sagen, gib das weg. Gib das deinem Bruder, der es jetzt nötiger braucht als du. Kannst du dann von Herzen sagen, klar, Jesus, aus Liebe zu dir tue ich das. Bin ich bereit, zu jemandem hinzugehen, von dem ich ganz genau weiß, der wird, weiß ich nicht, der könnte mir eine knallen oder was auch immer, der könnte mich runterputzen. Aber Jesus möchte, dass ich zu dem hingehe und dem von dem Evangelium erzähle. Bin ich bereit, das zu tun? Aus Liebe zu Jesus? Diese Gemeinde stand richtig, sage ich einfach mal ganz platt. Diese Gemeinde wird auch nicht zur Buße aufgerufen. Kehr um, tu Buße. Kein Wort. Keine großen Werke in dem Sinne. Aber in einer brennenden Liebe, die bereit war, Nachteile auf sich zu nehmen. Und deswegen, Jesus sieht das hier. Er sagt dann noch, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Er kündigt das an. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Wenn Jesus das heute zu uns sagen würde, zu mir sagen würde, der Teufel wird dich richtig durchmassieren. Du gehst in den Knast. Naja.
Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Der Herr hat es trotzdem in der Hand, vergiss das nicht. Der Herr sagt, wie lange das Ganze dauern wird. Nichts und niemand sonst, er hat es in der Hand, nicht der Teufel. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Du kannst von dir aus nicht treu sein, vergiss es. Du kannst dich abmühen. Aber das schaffen wir ja auch nicht in unseren Beziehungen, die wir haben. Unter Freundschaften, wie oft sind Geschwister, sind Menschen enttäuscht worden, weil jemand eben nicht treu war. Wie viele christliche Ehen zerbrechen heutzutage, weil der eine oder andere nicht treu ist. Vergiss es, du kannst es nicht, aber du hast einen Gott, der es in dir wirken kann. Dass du treu in der Beziehung zu ihm bist, er hält dich fest. Gott kann alles. Es gibt keinen, der größer ist als er. Er hält dich fest. Und das ist eine Verheißung hier. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist wichtig. Dass am Anfang Jesus in deinem Leben da ist, irgendwo in der Mitte und auch zum Schluss. Manchmal ist es so traurig zu sehen, Geschwister fangen mit Feuer, die fangen so gut an. Und irgendwann ist irgendwas passiert und es ist traurig manchmal zu sehen. Da ist keine Freude da, da ist, wenn du die Geschwister ansprichst, da kommt nur Negatives. Das ist so schade. Gott ist so gut. Er hat so ein reiches, erfülltes Leben für uns. Das wird nicht immer einfach sein, das verspricht er uns nicht. Als Jesus auf dieser Welt war, war sein Leben einfach. Aber mit Jesus zusammen ist es reich, erfüllt. Die Welt verkauft ja was ganz anderes, was Reichtum ist, was Erfüllung bringt. Tagtäglich kannst du alles Mögliche hören und sehen, was dich glücklicher, schöner, schlanker, was weiß ich was macht. Intelligenter, aber das sind, wie das Wort es sagt, Zisternen. Sieht alles schön aus, aber letztendlich zum Schluss ist es abgestandenes, stinkendes Wasser. Die lebendige Quelle ist woanders. Gut. Smyrna. Die leidende Gemeinde wird sie auch bezeichnet. Und interessant, das habe ich vergessen, interessant. Smyrna heißt übersetzt Myrrhe oder Bitterkeit. Also Bitteres. Die Myrrhe wurde damals im Alten Testament auf dem Räucheraltar geopfert, dem Herrn. Und sie hat den lieblichen Geruch entwickelt, wenn sie richtig zerdrückt, zerstoßen wurde, dann gab sie einen Wohlgeruch. Und das spricht einfach so zu mir. Wenn ich mein eigenes Leben lebe, mein Ego durchziehe, das ist eklig. Ich kenne mein altes Leben. Das ist schmierig und schleimig, ganz ehrlich, sage ich euch. Ihr seid wahrscheinlich viel besser. Ich bin ja auch so ein bisschen manchmal so ein stiller Zurückhaltender und so. Aber ich bin von meiner alten Natur her daneben. Und dieses alte Leben, das hat Jesus ja mit ans Kreuz genommen. Und der soll da bleiben, dieser alte Mensch. Wie das früher jemand mal bei uns gesagt hat, dieser alte Mensch, der soll verrecken, der soll nicht gefüttert werden. Das neue Leben, das, was vom Geist gezeugt ist, das soll Gestalt haben. Das ist ein Wohlgeruch. Wenn Menschen mir begegnen, sollen sie nicht mich sehen, sondern sie sollen Jesus sehen. Das bringt ihnen was. Das, was ich bin, das bringt noch nicht mal mir selber was. Wir können so viel reden und oft auch so viele auch von uns. Das will keiner hören, ehrlich gesagt.
Das interessiert keinen. Das ist langweilig, wenn ich von mir selber erzähle. Sie sollen den Herrn in meinem Leben sehen. Gut, dann gucken wir uns noch die letzte Gemeinde an. Und das ist die Gemeinde in Laodicea. Die Gemeinde in Laodicea. Sie wird von vielen Auslegern als die Endzeitgemeinde gesehen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch viel dran. Laodicea war genauso wie Smyrna eine reiche Handelsstadt. Interessanterweise war es bei denen ähnlich. Auch die haben das Erdbeben erlebt. Und auch diese Stadt wurde wieder aufgebaut. Zwei reiche Städte. Und in dieser Stadt gab es eine Gemeinde, die der Herr mit folgenden Worten beschreibt. In Kapitel 3 von Offenbarung, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit mir halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde in Laodicea. Eine reiche Stadt und eine reiche Gemeinde. Anders als wie in Smyrna. Ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes. Wenn du in einem reichen Umfeld lebst und selber guten Job hast, gut Geld verdienst, bist du reich. Das ist erstmal nichts Schlimmes, wie gesagt. Du kannst reich sein. Aber Jesus sagt in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sind harte Worte, die er in keinem anderen Sendschreiben irgendeiner Gemeinde sagt. Es gibt ein paar Gemeinden, wenn du das mal so durchliest, diese Sendschreiben, die werden auf bewusste Sünden hin angesprochen. Ihr macht das und das, tut Buße, kehrt um. Steht hier nicht. Aber hier, in dieser Gemeinde, ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Die sind lau geworden. Und Jesus sagt, vornehm ausgedrückt, das ist zum Erbrechen. Das halte ich nicht aus. Wo ist das Problem in dieser Gemeinde? Sie sind reich, okay, nichts Schlimmes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Und dann schiebt er noch mal hinterher, da merkst du richtig, wie sein Herz verwundet ist, wie er sagt, ach, dass du kalt oder warm wärst.
Wenn du kalt bist, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ich dich erwärme, dass du mir begegnest, dass du brennend wirst in der Beziehung zu mir. Und wenn du warm bist, dann bist du erfüllt, kein Problem. Aber lau, hast du schon mal so richtig, so im Sommer, wenn es richtig heiß ist, lauwarmes Wasser getrunken? Boah, das ist furchtbar. Und warum sagt Jesus das? Also warum sind sie lau? Was ist die Ursache? Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das hört sich ja erstmal so an, als wenn die so eine Zufriedenheit in sich haben. Also ich brauche nicht mehr. Das, was ich habe, das reicht mir, das ist gut. Aber das ist hier nicht gemeint. Die brauchen nichts mehr, die haben alles. Die sind materiell reich, wahrscheinlich haben sie auch, spekuliere einfach mal, schöne tolle Häuser gehabt und ein richtig schönes, fettes Gemeindegebäude mit einer eloquenten Predigt. Nicht so das, was ich hier abstammle, sondern richtig durchdacht und formuliert und so, richtig rhetorisch einwandfrei. Gute Anbetung, die haben wir ja, aber trotzdem auch richtig gute Anbetung. Perfekt, da läuft alles perfekt, da gibt es keine Fehler. Eine fette Anlage und alles klar. Alles da. Und denen geht's so gut. Die haben, wie gesagt, die haben wahrscheinlich tolle Jobs. Die können sich alles leisten, alles gut, alles wunderbar. Aber in diesem fetten Gemeindegebäude fehlt was Entscheidendes. Jesus steht draußen. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das sagt er jedem von uns, immer wieder. Aber eine Gemeinde, die so perfekt läuft, aber Jesus ist draußen, schlimmer geht's nicht. Weil die Gemeinde meint, wir haben alles im Griff. Bei uns läuft es. Alles gut, wir sind erfüllt, wir haben auch sogar gute Gebetsgemeinschaften. Wir kümmern uns umeinander, wir stecken dem einen oder anderen noch mal ein paar Euros zu und so, dem es vielleicht nicht ganz so gut geht. Wir haben ein soziales Werk. Wir unterstützen Missionare in Timbuktu. Alles gut, das läuft. Und Jesus steht draußen. Weil diese Gemeinde nicht mehr zu erreichen ist. Wenn du lau bist, nimmst du nichts mehr ernst. Dann kannst du dieses Wort hier nehmen, immer mit der Haltung, ja, ich will mich mal ein bisschen freuen, ich will mal gucken, wo es hier ein paar schöne Verse für mich gibt. Ich bin jetzt gerade so entmutigt. Dann kommst du plötzlich an eine Stelle, wo der Herr sagt, kehr um. Ja, das ist ja nicht für mich gemeint hier, ich suche was ganz anderes. Wenn du das Wort Gottes nicht mehr ernst nimmst und das, was Gott dir durch seinen Geist zu sagen hat, dann wirst du lau. Und dann ist es dir wirklich, du nimmst, wenn Jesus dich auf bestimmte Dinge in deinem Leben anspricht, die nicht in Ordnung sind, du wirst es verdrängen, du wirst es irgendwo wegschieben, du wirst versuchen zu argumentieren und das ist gar nicht so und zu dem Zustand kann man tatsächlich kommen. Und da sagt Gott, nee, so nicht. Wenn du eine grobe Sünde in deinem Leben hast, ich dich darauf anspreche. Es gibt keine Sünde, sage ich euch, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn du meinst, du brauchst sie nicht. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Wenn du kommst, ihn darum bittest, vergibt er dir gern. Er ist ein Gott, sagt sein Wort, der Freude hat an Vergebung. Er vergibt dir gerne. Aber eine Gemeinde, die lau ist, der hat da nichts mehr zu sagen. Die nimmt sein Wort nicht mehr ernst.
Die nimmt ihn nicht mehr ernst. Und da wollen wir nicht hinkommen. Also ich möchte da nicht hin, dass es mir so gut geht, dass ich meine, es ist alles klar. Ich brauche Gott nicht. Und wir stehen leider in dieser westlichen Welt, leider in dieser Gefahr. Ich muss da einfach darauf zurückkommen, so der Materialismus, in dem so viele gefangen sind. Es hat mal ein Missionar aus Indien gesagt, bei uns, in unserem Land, da sind die Dämonen offenbar. Da kann man sie sehen, wenn Götzenanbetung betrieben wird und so weiter. Bei euch im Westen, da sind sie versteckt. Und ich sage dir, wenn du am Materialismus hängst, das ist furchtbar. Das sind Bindungen. Da steckt jemand dahinter. Die ganze Industrie, es geht um Kohle. Meistens geht es um Kohle. Es wird dir suggeriert, du brauchst dieses, du brauchst jenes. Du brauchst noch das dazu und dieses. Und du wirst kalt in der Beziehung zu Jesus. Wenn du dein Reichtum, den du hast, für dich behältst und guckst, wie du ihn vermehren kannst, da ist Jesus, wie gesagt, er hat nichts dagegen, dass du was hast. Er gönnt dir das, überhaupt nicht die Frage. Er möchte nicht, dass es uns allen schlecht geht. Darum geht es nicht. Wir sind gesegnet in ihm und er gönnt dir auch gute Dinge. Aber wenn dein Herz dran hängt und du deinen Bruder neben dir siehst oder irgendjemand anders und du überlegst 10-mal, gebe ich dem was oder gebe ich dem nichts? Eigentlich wollte ich das ja noch mal ein bisschen aufs Konto tun. Für die schlechten Zeiten. Der Herr sorgt für dich. Du musst nicht 30 Jahre vorausdenken. Du weißt sowieso nicht, was morgen ist. Wir waren alle so, oder wir waren so ein Stück weit selbstsicher so. Ne? So haben so unser Leben gelebt. Naja, du hast Höhen und Tiefen, klar. Ne? Du bist ja in dieser Welt, du leidest einfach, weil das eine gefallene Welt ist. Wirst auch mal krank und so weiter. Aber das Leben lief eigentlich ganz gut. Und dann kam Corona. Und plötzlich hast du gesehen, ey, so im Griff haben wir es nicht. Aber lass uns das als eine Liebeswarnung von Jesus sehen. Dass wir uns nicht an irgendwelchen Dingen, die diese Welt uns verkaufen will, dass wir uns daran klammern und festhalten. Sondern lasst uns, auch wenn du dich vielleicht einsam fühlst, einsam ist schwer, haben viele im Moment mit zu kämpfen, auch als Geschwister. Such den Herrn, das hört sich platt an, aber ich sage dir, du kannst nichts Besseres tun, du wirst gesegnet sein. Und Gott sei Dank ist Jesus so, wie er ist. Denn er sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das sagt er aber auch nur der Gemeinde hier. Er sagt immer wieder, tue Buße und so weiter zur Gemeinde, aber hier sagt er, sei eifrig und tue Buße. Also das ist nochmal ein bisschen, er betont das nochmal ein bisschen mehr und sagt dann eben diese schlimmen Verse eigentlich, sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es gibt eine Chance umzukehren. Auch für die kalten, gleichgültigen Herzen. Suche Jesus. Frage ihn, wo stehe ich selber? Wir wissen es oft gar nicht, wo wir selber stehen. Wir meinen, es ist alles in Ordnung, dabei ist es gar nicht so. Du kennst dein eigenes Herz nicht. Suche Jesus, suche ihn, frage ihn, wo stehe ich in der Beziehung zu dir? Er wird dir gerne antworten. Sonst wird unser Leben flach. Ist es vielleicht schon? Bei dem einen oder anderen, ich will keinen anmachen, ich kenne euch nicht so gut, aber da ist nicht viel Segen da, da fließt nichts. Und lasst uns doch Jesus suchen und in seiner Liebe und dadurch automatisch auch, das ist ein Automatismus, auch in der Liebe zu deinem Nächsten wirst du stehen. Gut,
bin schon wieder drüber, okay. Aber lasst uns das einfach mitnehmen. Der Herr wird dich immer wieder fragen. Oder zumindest macht das bei mir. Vielleicht brauche ich es besonders. Wie sieht's aus in deinem Leben? Wie sieht's aus mit deiner Liebe zu mir? Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Ein Gott, der Leben ist. Ein Gott, der uns sieht. Und du weißt, wo jeder von uns steht, wie es mit der Liebesbeziehung zu dir aussieht. Und wenn du deinen Finger, wenn du deine Stimme hören lässt in unserem Inneren und uns fragst, wie sieht's aus mit deiner Liebe zu mir, hilf du uns, dass wir nicht wegrennen, dass wir nicht irgendwie die Kurve kratzen und uns ablenken und irgendwas anderes machen, sondern dass wir das aushalten, denn da steht nicht irgendjemand, der fordert. Du bist kein Gott, der fordert, sondern der fragt, der einfach nur fragt, wie sieht's aus bei dir? Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns jetzt segnest für die Woche dann auch, Herr, dass wir diese Frage einfach mitnehmen, die du an uns stellst. Und ich glaube, du stellst sie an uns. Wie sieht's mit deiner Liebe aus? Ich bitte dich einfach, dass du uns begegnest, dass du uns hilfst, dieser Frage nicht auszuweichen. Amen.